Okay, jetzt lese ich aus dem Strafgesetzbuch etwas vor. Schweizer Strafgesetzbuch, 232. Artikel. Wer vorsätzlich eine Seuche unter Haustieren verbreitet, wird mit Gefängnis bestraft. Na sowas. Gibt's? Hat der Täter aus gemeiner Gesinnung einen großen Schaden verursacht, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu 5 Jahren. Ja, wer macht denn sowas? Also offensichtlich muss das irgendjemand gemacht haben, sonst wäre doch das nicht ins Gesetzbuch bemüht worden. Oder? Sind wir uns da einig? Aber kannst du dir sowas vorstellen? So, Bus, 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 Bus. Kommt Fido, liebes Hundchen, gutes Hundchen. He? Gibt einen Keks. Der ist vergiftet. Wer macht sowas? Das ist doch ein Wahnsinn. Es gibt aber noch einen Strafartikel, 231. Wer vorsätzlich eine gefährliche, übertragbare menschliche Krankheit verbreitet, wird mit Gefängnis von 1 Monat bis 5 Jahren bestraft. Da geht es jetzt um Menschen. Hat der Täter aus gemeiner Gesinnung gehandelt, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu 5 Jahren. Schau mal an, kein Unterschied zwischen Tier und Mensch. Eigentlich insgesamt wäre das ein Thema. Aber ich möchte damit sagen, das steht bei uns im Schweizer Gesetzbuch wortwörtlich so geschrieben. Das steht dort geschrieben, weil Menschen sowas machen. Und ich sage mal anders, weil sie es schon gemacht haben und so häufig gemacht haben, dass man ein Gesetz dagegen erlassen musste. Das bedeutet im Klartext, du kannst 5 Jahre Gefängnis kriegen, wenn du ein Mädchen bist, die Freundin eines Freundes, du hast einen Tripper oder was weiß ich was und verschweigst ihn das bewusst und der bekommt das nachher auch. Oder die Syphilis war ja ein langes Problem, deshalb ist wahrscheinlich dieses Gesetz gekommen. Kannst du bis 5 Jahre kassieren. Noch schlimmer, wenn eine Hure mit jetzt AIDS modern, ja, weiß, ich habe AIDS und sie geht auf den Strich und sie verseucht die Menschen bis 5 Jahre Gefängnis. Nun haben wir Jane Bürgermeister bei uns, ich bitte Sie nach vorne zu kommen. Nochmal alle Hochachtung, dass Sie hier sind. Jane Bürgermeister hat Anzeige erstattet. Am 23. Juli dieses Jahres hat sie Anzeige gegen die WHO und den Pharma-Riesen Baxter erstattet, aus keinem geringeren Grund, als dass sie als versierte Medizinjournalistin beweisen kann oder nachweisen kann, dass bei diesem Pharma-Riesen Baxter, dass da auf einem dubiosen Weg, den sie uns erklären wird, 72 Kilogramm Grippeimpfstoffe verseucht waren mit tödlichen Vogelgrippeerregern. 72 Kilogramm verseuchte Grippe, ganz normale Grippeimpfung, glaube ich, ja. 72 Kilogramm. Also was muss das für eine Strafe nach sich ziehen, wenn das jetzt mal richtig ans Licht kommt? Darüber gäbe es sehr viel zu sagen und das möchten wir gerne von Ihnen, Herr Bürgermeister, hören, seien Sie mutig und verschweigen Sie uns bitte nichts. Wir möchten das hören, weil jetzt wollen Sie uns impfen. Heute ist dann ein Blick geschrieben, dass jemand sagt, da in der Schweiz, ich hätte es mit der Behörde gekriegt. Hast du das mitgekriegt? Ja. Werden Sie es selber erzählen? Ja. Was heute im Blick stand? Dann sage ich da nichts. Das ist Ihr Teil. Okay. Also vielen Dank. Ich bin zwar kein Doktor, ich habe ein MA von Edinburgh University und auch ich wollte fast nicht mehr kommen, als ich erfahren habe, dass ein Scientologist hier erscheint. Ich habe einen Brief oder eine E-Mail an Bettine Busch geschrieben und gesagt, ich komme nicht, wenn ich nicht meine Meinung über Scientology offen sagen kann. Und Bettine hat gesagt, natürlich, dazu sind wir da, unsere freie Meinung zu geben. So werde ich diese Gelegenheit kurz nutzen, zu sagen, dass ich bin auch besorgt über Scientology. Ich glaube, die Kollegen haben sich nicht nur deswegen zurückgezogen, wegen ihres Rufes, sondern weil sie denken, dass Scientology ein ganz entgegengesetzte Ziele verfolgen. Und ich glaube, soll ich näher? Okay, Entschuldigung. Okay,
Es ist so, wie Wilhelm Tell würde, hätte auch nicht das Tribün mit Gessler geteilt, um über die Schweiz zu diskutieren. Denn der Vogt Gessler oder wie auch immer war Repräsentant eines Heers, der Habsburg-Reich, und verfolgte ganz andere Ziele mit ganz anderen Mitteln. Er hatte eine Organisation mit Soldaten, die ihm gehorchen und blind. Und es ging da nicht um die Fragen um Wahrheit oder kritisches selbstständige Denken, sondern nur um die Erweiterung der Macht. Und so ist es auch, wie ich meine, mit Scientology. Es geht nicht um die Wahrheit. Es geht nicht um selbstständiges Denken. Und ich möchte das kurz vorher sagen. Jetzt wechseln wir über zu dem nächsten Thema, und das betrifft alle Leute hier. Der größte Impfkampagne in der Geschichte der Welt hat gerade angefangen, und zwar in jedes Land in Europa. Die Regierungen haben alle angekündigt, dass sie 100% der Bevölkerung diese Schweinegrippe-Impfstoff geben wollen. Auch die Schweizer Regierung hat das als Ziel gesetzt, und sie haben 13 Millionen Impfdosen schon im Voraus gekauft durch einen Vorvertrag, ich glaube von 2005 oder so etwas. Es ist so, dass das Gleiche gilt auch für die USA. Dieser Impfstoff ist ganz neu. Es ist nicht wie die saisonale Grippeimpfstoff. Man sieht das schon in das saisonale Grippeimpfstoff ist eine Spritze. Dieser Impfstoff ist zwei Spritzen. Die zweite Spritze hat Squalin, ein Adjuvant, und es ist sehr, sehr gefährlich. Und ich lese aus einem Brief von einem deutschen Arzt, der an Susanne Stöcker geschrieben hat von dem Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland. Er heißt Jürgen Seefeld, und er beschreibt ganz gut, warum dieses Stoff so gefährlich ist. Er sagt hier, alle deutsche Schweinegrippe-Impfstoffe, einschließlich Pandemrix, was die Schweizer auch bekommen werden, enthalten Squalin, ein sehr gefährliches Adjuvans, zu dem der Vizepräsident der Bundesärztekammer Dr. Montgomery sagt, er wolle niemanden Angst machen, aber das Adjuvans sei nicht ausreichend getestet. Squalin kann Autoimmunität induzieren, Autoimmunkrankheiten von Organen wie Herz, Lungen, Nieren enden auch heute letztendlich immer tödlich, sie sind unheilbar. Squalin steht wissenschaftlich in dringendem Verdacht, Mitursache oder gar Ursache des Gulf War Syndroms zu sein. Squalin induziert Antisqualin-Antikörper und als Konsequenz einer Impfung mit einem Impfstoff, der Squalin enthält, kann es zur Bildung von Antisqualin-Antikörper geben, kommen, die eng mit der Pathologie des Golfkriegssyndroms assoziiert sind. Also man muss bedenken, 25% der US- und UK-Soldaten, die dieses Squalin in ihrem Impfstoff, Anthrax-Impfstoff bekommen haben, haben Autoimmunkrankheiten entwickelt. Und in diesem Impfstoff wird es millionenfach mehr Squalin als in ihrer Impfstoff geben. Also ist es ehrlich gesagt ein Wahnsinn, was sich hier tut. Dann sagt dieser Dr. Seefeld, zudem ist in diesem Zusammenhang mehr als beunruhigend, dass bei militärischem Personal, das am Golfkrieg teilnahm und zuvor für diese Teilnahme multiple Impfungen mit Squalin erhielt, die Indizien des Auftretens einer Amyotrophen Lateral Sklerose signifikant erhöht war im Vergleich zu US-Militärpersonal, das nicht im Golfkrieg war. Nun, er sagt, in allen deutschen Schweinegrippeimpfstoffen ist Squalin, aber nicht in den amerikanischen. Dort ist durch die FDA eine kritische Haltung zu Squalin. Das ist nicht ganz richtig. Squalin ist in der USA und der UK verboten. Es ist illegal, das zu verwenden, aber die US-Regierung hat vor, durch Notfallsregulationen oder Regulierungen das zuzulassen. Und die US-Bürger bekommen auch Squalin oder Adjuvans in ihr Schweinegrippe-Impfstoff. Es sind, ich glaube, 300 Millionen Dosen oder so etwas schon gelagert in der USA, um das durchzuführen. Was es auch in diesem Impfstoff gibt, ist natürlich das Thiomersal oder Quecksilber. Und ich zitiere wieder von diesem Arzt, der sagt, das ist ein extrem toxisches und krebserregender Konservierungsmittel, das zu 49,6% aus Quecksilber besteht. Und es ist in allen deutschen und Schweizer Schweinegrippe-Impfstoffen.
Quecksilber, also das giftigste nicht radioaktive Element der Welt und schon in sehr geringen Mengen giftig. Thiomersal sollte eigentlich ab 2004 in Impfstoffen nicht mehr verwendet werden, ist aber leider in allen in Deutschland und Schweiz zur Injektion vorgesehenen Schweinegrippe-Impfstoffen enthalten und ist zu 5 Mikrogramm in Pandemrix, dem Schweinegrippe-Impfstoff, der staatlich empfohlen der Bevölkerung in Kürze gegeben werden soll. Und auch hier in der Schweiz, Pandemrix ist gerade zugelassen gewesen von der Swissmedic. Quecksilber ist karzinogen und so weiter. Für karzinogene Stoffe gibt es keine individuelle Schwellenwert und damit keine Unbedenklichkeitsdosen und so weiter. Also geht in ganz genaue Details darüber. Aber das gibt Ihnen ein Bild von wie gefährlich die Bestandteile dieses Schweinegrippe-Impfstoff ist. Und es beinhält vom Quecksilber 25.000 Mal mehr Quecksilber, als für giftig betrachtet ist von der FDA. Es ist deswegen kein Wunder, dass dieses Impfstoff eigentlich als eine Biowaffe klassifiziert ist. Also wenn man in die Biopharma-Database geht und schaut nach der Regulatory Index oder Status, dann sieht man, dass diese Pandemrix, diese Fosetrier sind eigentlich als Biowaffen klassifiziert. Das ist der Grund, warum dieses Impfstoff von der Schweizer her gelagert wird und von dem Schweizer Armee-Depots verteilt wird. Wenn ein Droger einmal die Klassifizierung hat, eine Biowaffe zu sein, darf es nur durch die Regierung an die Bevölkerung verteilt werden, und zwar über dem Heer und die Polizei und so weiter. Also das ist die Folgerung dieser Klassifikation. In Österreich, als Baxter die Schweinegrippe-Impfstoff angefangen hat, passiert es mitten in der Nacht und unter Bewachung der Militär und die Polizei, ich glaube, zumindest unter höheren Sicherheitsvorkehrungen. Sie fragen sich, wie kann es sein, dass ich eine Biowaffe nehmen muss, eine Impfstoff, das eigentlich als Biowaffe klassifiziert ist und deswegen zum Töten gedacht ist und gar nicht zum Heilen. Nicht, dass es der Sinn, eine Biowaffe zu töten. Und es ist so, dass wenn ein Pandemienotfall Stufe 6 ausgerufen wird, kommen ganz spezifische Regelungen, treten in Kraft. Und die regeln auch die Zulassung für diesen Impfstoff. Nach den European Medical Agencies Regeln, wenn ein Pandemie-Impfstoff zugelassen sein soll, muss es gar nicht auf Sicherheit oder Wirksamkeit geprüft. Also die Studien, ob es überhaupt sicher ist und wirksam, müssen erst dann durchgeführt werden, nachdem es die Bevölkerung verabreicht gewesen ist. Also es ist sozusagen jetzt, was Ihnen verabreicht wird, ist ein klinischer Trials Phase 4 Droge, das überhaupt nicht geprüft gewesen ist. Und die Studien, ob es wirksam und sicher ist, sollen durchgeführt werden, nachdem es Ihnen gegeben wird. Nun, es ist so, dass es gibt gar keine klinischen Daten über wie Pandemrix und diese Schweinegrippe-Impfstoff schwangere Frauen und Kinder auf ihnen wirkt. Es gibt ein Studien, das im September angefangen hat für schwangere Frauen. 120 Frauen nehmen teil an diesem Studium, aber es wird erst im September, ich glaube 2010, fertig sein, also viel zu spät. Und es testet gar nicht diese Adjuvanz, also die Schweinegrippe-Impfung wird getestet, aber ohne das Adjuvant in diesem klinischen Trial. Es gibt ein klinisches Trial für Kinder, das auch erst letzten Monat angefangen ist und erst in 2010 oder so fertig sein soll. Also was ist der Sinn, fragt man sich, klinische Trials anzufangen, die man weiß im Voraus gar nicht rechtzeitig fertig sein wird. Und ich befürchte, der Sinn ist, dass diese Leute wissen nur zu gut, dass dieses Stoff besonders gefährlich ist für schwangere Frauen und für Kinder. Und dass klinische Trials würden das sofort offenbaren. Und deswegen haben sie sich auf diese Lösung
geeinigt, wo sie zwar klinische Trials anfangen, aber nicht zu Ende führen. Es ist so, dass die Schweiz hatte das Glück, kann man sagen, fast Zelturo bekommen zu haben. Und das ist ein besonders gefährlicher, unbekannter Impfstoff. Zelturo scheint eine Neupackung von Aflunov, Fluid H5N1, das von Novartis produziert ist, zu sein. Und Aflunov Fluid H5N1, also ein Vögelgrippe-Impfstoff, hat, wie es scheint, oder war die Ursache, warum viele obdachlose Leute in Polen gestorben sind. Sie nahmen an klinischen Trials in der Nähe von Krakau teil, nach einem Bericht von The Telegraph. Und mindestens mehr als 20 Leute sind aufgrund dieses Drogen gestorben und viel mehr sind dadurch krank geworden. Die Polizei hat das entdeckt und die Staatsanwaltschaft, ich glaube, ermittelt. Es ist aufgrund dieser Tatsache, musste Aflunov sich zurückgezogen werden von dem EMA-Zulassungsverfahren. Es war kurz davor, eine Zulassung zu bekommen. Aber dann plötzlich, im April, sagte Novartis, er hat es angekündigt in einer Pressemitteilung, dass sie vorhatten, Aflunov zu beleben. Novartis sagte, Aflunov könnte dazu verwendet werden, um die Schweinegrippe zu behandeln. Und im September würde Aflunov getestet in Clinical Trials in the UK, in the University of Leicestershire. Nun, leider sind das auch die klinischen Trials, in denen Zelturo getestet gewesen ist, von den gleichen Universitäten, die gleichen Mannschaft. Und es scheint, dass plötzlich dieses Aflunov irgendwo einfach als Zelturo umgenannt würde und dann die Zulassung nicht auf europäischer Ebene bestrebt würde, sondern auf nationaler Ebene, und zwar in der Schweiz und in Deutschland. Ich habe diese Dokumente und so weiter zusammengestellt und die Links dazu, und ich habe ein E-Mail an Novartis und Swissmedic geschrieben und auch an einige Zeitungen und auch an einige Schweizer Parlamentarier. Und ich habe ihnen gefragt, ist Zelturo einfach eine Neupackung von Aflunov? Wenn man forscht nach klinischen Trials oder Berichte über Zelturo in die wissenschaftlichen Zeitungen, findet man keine Zelturo. Also es ist aus dem Nirgendwo gekommen. Man kann es nur so weit zurückverfolgen, bis es diese UK Clinical Trials in Leicestershire, und dort steht es unter Aflunov. Also, und ich habe gefragt nach Beweise oder Dokumente, die zeigen, dass das ein unterschiedlicher Impfstoff ist, und auch nach Dokumente, klinische Studien, die zeigen, dass das sicher ist. Und ich bekam, das war vorletzte Woche, ich glaube, die Antwort von Swissmedic, dass sie keine Zeit hatten, meine Frage zu beantworten. Sie haben so viele Fragen bekommen, dass sie die Informationen gar nicht Zeit haben zu holen. Und dann habe ich gesagt, nun, wenn sie so viele Fragen zu beantworten haben, haben sie die Informationen zur Hand, und es müsste umso schneller gehen, meine Fragen zu beantworten. Und zwei Tage später erschien ein Bericht in der Tagesanzeige, und da hieß es, dass Novartis auf einmal die Zulassung Probleme hat mit der Zulassung von Zelturo. Es hieß, dass es keine klinischen Daten gibt zu der Sicherheit dieses Stoffes und dass das Spüren der Kontaminierung mit Hund, Bakterien und so weiter in dem Stoff gegeben hat. Nun, für mich ist das wahnsinnig besorgniserregend, denn wenn man nicht die Mühe macht, in der klinischen Trials, der Datenbanks zu suchen und wirklich sieht, was da alles tut, diese Leute wagen bewusst solche schreckliche Impfstoff an die Bevölkerung zuzulassen. Nun ist es so, dass die Aufruhr hat etwas bewirkt, scheinbar in der Schweiz. Zelturo scheint nicht so problemlos an die Bevölkerung weitergegeben zu werden. Pandemrix, heißt es plötzlich, wird nicht an schwangere Frauen, nicht an Kinder unter 18 und nicht an ältere Leute gegeben. Leider Fosetria von Novartis ist ebenso schlimm, und es gibt diesbezüglich noch keine Einschränkungen. Allerdings habe ich gehört, dass die Impfzentren, die vorgesehen waren, nicht mehr aufgestellt sein werden und dass diese gesamte Impfkampagne über dem Hausarzt sich folgen soll. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt,
weil die Pharmaunternehmen haben auch Immunität. Die Regierung hat ihnen die Immunität gegeben. Sie müssen nicht nur einen total ungetesteten experimentalen Impfstoff zu sich nehmen. Sie haben auch kein Recht, wenn es ihnen Schaden zufügt oder irgendjemand tötet, Ersatz oder Kompensation zu verlangen. Aber die Hausärzte haben keine solche Immunität. Das war der Grund, warum die Hausärzte in Berlin haben geweigert, mitzumachen bei der Impfstoffkampagne jetzt. Denn sie müssen dann die Schadensersatz aus eigenen Taschen zahlen. Und ich nehme an, die Schweizer Ärzte werden auch Bedenken haben, wo sie dieses Impfstoff ihren Patienten empfehlen, wenn sie wissen, dass sie dafür haften müssen. Also es scheint, als ob die Infrastruktur, die nötig ist für eine Massenimpfung der Schweizer Bevölkerung mit diesem toxischen Zeug, nicht mehr vorhanden ist. Die Impfzentren werden nicht gebraucht, die Zelltüre wird nicht zugelassen, Pandemrix hat nur beschränkte Zulassung und wenn die Hausärzte entscheiden müssen, werden sie sicherlich Fosseträger nicht an Kinder und schwangere Frauen geben, vielleicht auch nicht an Erwachsenen. So, das ist eine gute Nachricht aus der Schweiz. Nun, das alles wird Ihnen aufgedrängt mit der Begründung, dass es gibt eine schreckliche Pandemie. Aber wer hat etwas davon schon bemerkt? Also ich habe nichts davon bemerkt in Österreich, muss ich sagen. Selbst die Weltgesundheitsorganisation hat zugegeben, dass nur, ich glaube offiziell sind 5000 Leute von diesem Schweinegrippe gestorben. Und das sind, ich glaube, nach der Weltgesundheitsorganisation eigenen Ziffer sterben jedes Jahr 500.000 Leute von der saisonalen Grippe. Also es ist ein Bruchteil von den Leuten, die sterben von der saisonalen Grippe. Um überhaupt eine Pandemie-Notfallstufe 6 ausrufen zu können, musste die Weltgesundheitsorganisation die Kriterien für eine Pandemie verändern. Und das haben sie getan im April. Sie haben die Kriterien von Sterblichkeit oder Mortalität oder so etwas verändert auf Ausdehnung oder Übertragbarkeit. Und dadurch haben sie die Kriterien derartig verwässert, dass sie es geschafft haben, eine Pandemie-Notfallstufe 6 auszurufen im Juni. Im Juli, kurz nachher, hat der Impfstoffbeirat von der Weltgesundheitsorganisation getroffen in Geneva, nicht weit von hier. Und sie haben die ganze Welt diese Schweinegrippe-Impfstoff empfohlen. Und zwar haben sie gesagt, es muss diese Quecksilber-Tiamersal haben und es muss dieses Squalene haben oder dieses Adjuvant haben, ein lebender Virus, auch keine gute Nachricht hier. Und es muss flächendeckend an die Bevölkerung gegeben sein und die Zielgruppe, die Risikogruppe würden als schwangere Frauen, Kinder und ältere Leute oder chronische kranke Menschen bezeichnet von der Weltgesundheitsorganisation. Auf diesem Impfstoffbeirat saßen Managers von Baxter, Novartis, GlaxoSmithKline und so weiter. Sie saßen da angeblich nur als Beobachter. Ich habe nach denen gefragt, ob ich die Minutes dieses Treffens zu Gesicht bekommen könnte. Und die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, es würde keine Notizen genommen, von wer was gesagt hat in diesem Treffen. Nicht also, und ich könnte das deswegen nicht bekommen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, die ist die Baxter Novartis und GlaxoSmithKline. Ich glaube, 30, 40 Managers waren da und dass diese Leute das Sagen hatten. Ja? Und nach dieser Empfehlung, dieser Impfstoffbeirat an die Weltgesundheitsorganisation, hat die Weltgesundheitsorganisation das offiziell übernommen, gesagt, wir sollen das alles bekommen. Und die Pandemiepläne von unterschiedlichen Ländern sollen dann in Kraft treten. Wie schon jetzt erwähnt ist, ist es so, dass Baxter, das Pharmaunternehmen, hat in Österreich im Februar 72 Kilo ganz normale Grippenimpfstoff mit dem lebenden Vögelgrippe-Virus verseucht. Und dieser lebende Vögelgrippe-Virus ist von der Weltgesundheitsorganisation gekommen. Das ist ein künstlicher Virus in ein Biowaffenlabor geschafft.
Und es ist so gefährlich, es hat eine 60% Sterberate, dass nur wenige Labors das überhaupt haben dürfen. Und wenn sie das haben, müssen sie das unter höheren Sicherheitsvorkehrungen beeinhalten. Und auch Baxter muss diese Regel einhalten. Sie müssen die Biosicherheitsregeln Richtlinien 3 verfolgen, wenn sie so eine gefährliche Virus auf ihrem, in ihrem Labors haben. Und das bedeutet, dass man dieses Virus in ein ganz getrenntes Labor aufbewahren muss, mit doppelter Tür, elektronischer Code, Schutzkleidung und so weiter. Es ist aufgrund dieser Richtlinien unmöglich, dass per Zufall dieses Virus mit 72 Kilos saisonaler Grippenimpfstoff vermischt gewesen ist und aus dieser biomedizinischen Anlage herausgeschmuggelt gewesen ist oder unbemerkt gegangen ist. Und es ist herausgegangen, ohne radiert zu werden, also die lebenden Viren wurden nicht getötet. Es ist an einem Labor in der Nähe von wo ich wohne, in Wien, gegangen und von dort an 16 Labors in Deutschland, Österreich, die Tschechische Republik und Slowenien verteilt. Und ein sehr wacher Mitarbeiter in einem tschechischen Labor, Biotest, hat es an Frettchen getestet und herausgefunden, dass es eben verseucht gewesen ist mit der Vögelgrippe-Virus und hat dann die Behörden alarmiert. Und es ist so, dass man kann dann eindeutig sehen, dass Baxter und WHO haben fast durch ihr Handeln eine Pandemie im Februar ausgelöst. Und Baxter und WHO andererseits stehen da und sind bereit, diese Pandemie-Impfstoffe an die ganze Welt mehr oder weniger zu empfehlen und davon zu profitieren. Denn Novartis und Baxter und GlaxoSmithKline bieten werden Milliarden und sehr viel Geld davon verdienen. Das Erschreckende ist, dass sie haben das nicht nur getan, es würde keine Untersuchung würde durchgeführt. Der österreichische Gesundheitsminister Alois Stöger hat einen Veterinär geschickt und behauptete in parlamentarischen Antworten, dass es ein Verstoß gegen die Veterinärregeln war. Aber es war ein Verstoß gegen die Biosicherheitsregeln. Ich habe nur davon erfahren, weil einige Mitarbeiter dieses Labors in Wien, die das Stoff bekommen haben, mussten in der Otto-Wagner-Spital vorsorglich gegen Vögelgrippe behandelt werden. Und das stand in unserer Lokalzeitung. Und dadurch bin ich überhaupt darauf aufmerksam bekommen, weil es war gar keine Hauptzeitung oder auf dem Fernseher, es wurde gar nicht erwähnt. Ich selber, weil ich lange in den Medien tätig bin, habe ich erkannt, dass es eine regelrechte Zensur gibt. Das habe ich am Anfang nicht erkannt. Als kleiner Berichterstatter oder Journalist, man sammelt nur Geschichte und schickt es zum Redakteur und er wählt aus, welche Themen man berichten soll, nicht. Und ich bin nur darauf gekommen, als mir ein Bericht über das boreale Wald und das Öl und so weiter commissioned würde. Und ich habe viele Informationen herausgefunden, weil ich original immer recherchiere. Das zeigt, dass das Ölpreis damals, war vor 2 Jahren, überhaupt nicht so hoch sein musste. Das ist alles eine wie die Global Warming, es gibt mehr als genug Öl. Und dass sie, George Bush hat vorher ein Gesetz unterschrieben, dass das Öl aus Kanada ausschließt aus dem amerikanischen Markt, was von Bedeutung ist, weil wenig Leute wissen, dass Kanada der größte Lieferer von Öl ist an Amerika. Und Amerika bekommt mehr Öl aus Kanada als aus Saudi-Arabien, Irak, was auch nicht. Und George Bush hat ein Gesetz unterschrieben, die kanadische Öl von der US-Markt mehr oder weniger wegdrängte, nicht zugunsten seiner Freunde, ich nehme an, in Saudi-Arabien. Nun, The Guardian hat es absolut nicht drucken wollen. 13 Wochen sind vorbeigegangen und so weiter. Und dann habe ich darauf beharrt. Und sie haben jeder Verwandt benutzt, das nicht zu drucken. Auch Informationen über den boreale Wald und die Carbondioxid und so weiter. Und ich konnte es in gar keine Zeitung hinüberbringen. Und dann, erst dann, habe ich verstanden, dass die Medien, auch wenn viele Journalisten keine Ahnung davon haben,
ist systematisch als Propagandawerkzeug benutzt. Und die Redakteure, die ganz oben stehen, sind die Leute, die einfach Informationen weglassen, Themen nicht vorführen, nicht mit welcher Begründung auch nicht. Es gibt immer eine Begründung. Und deswegen, als ich erfahren habe, dass die Leute in Wien vorsätzlich oder vorsorglich gegen die Vögelgrippe behandelt musste und gesehen habe, dass kein Medien darüber berichtet, habe ich gesehen, das ist wirklich eine sehr gefährliche Sache. Das Schweigen der Medien und der Politiker hat mich überzeugt, dass es war hier ein wirklich schlimm war. Natürlich konnte ich keinen Bericht durchbringen. Ich habe in der BMJ Lancet, für den ich geschrieben habe, diese Nachricht gegeben. Keine wollte es haben, auch nicht die österreichische Zeitungen. Niemand wollte darüber berichten. Und so habe ich dann eine Anzeige eingereicht als letzter Ausweg und meinen eigenen Blog und dann Website aufgestellt, um die Leute diese Informationen zu geben. So, man kann sehen, dass es handelt sich hier um eine Gruppe Leute, die die Macht in unserer Länder haben, die Macht in der Regierung, das Sagen in der Regierung haben und deren Handlungen von den Medien total verdeckt und verschleiert wird. Nun, es ist so, dass wenn die Pandemie Stufe 6 Stufe ausgerufen wird, hat die World Gesundheitsorganisation bekommt eine Machtfülle, die es vorher nicht bekommen kann. Sobald dieser Notfall ausgerufen wird, hat die World Gesundheitsorganisation die Möglichkeit, Autorität über die Gesundheitswesen, das Militärwesen und so weiter von allen Mitgliedsländern, das sind 194, zu übernehmen. Es werden Krisenstäbe in jedes Land gebildet, die direkt in WHO, World Gesundheitsorganisation, Befehle folgen oder beantworten. Und dass Sie glauben, das ist ein Albtraum, das kann nicht passieren. Aber am Samstag vorletzte Woche hat Obama dieses Notfall, diese Pandemie-Notfall offiziell ausgerufen. Und dadurch sind viele Sachen möglich, die unter normalen Umständen nicht möglich sind. Auch Zwangsimpfungen und Zwangsquarantänen sind möglich in der USA. Es kommt zu sozusagen Militärgesetz. In Belgien vor ein paar Wochen wurde das Parlament suspendiert. Die Begründung war, es gibt eine Pandemie, wir müssen einen Krisenstab bilden und das Parlament hat dann ganz Sondermächte an den Regierungen gegeben. Das Parlament hat fast zugestimmt zu einem Gesetz, das die Zwangsimpfung der belgischen Bevölkerung ermöglicht hätte. Und diese Provision würde nur in letzten Minuten fallen gelassen, aufgrund der vielen Protesten von den Leuten. Das war vor, ich glaube, 2 Wochen. Ja. Dass die belgische Regierung wirklich so etwas vorhat, kann man daraus lesen, dass im Sommer hat die Gesundheitsministerin von Belgien, Lorette Onkelix, eine Sonderregelung unterschrieben, dass es erlaubt, dass die Regierung erlaubt, die Polizei zu ermächtigen für Zwangsimpfungen und Zwangsquarantänen. Also es ist wirklich, sie wollen es machen. Und in Frankreich taucht ein Geheimdokument auf Ende August und die Gesundheitsministerin hat dann detaillierte Pläne, wie man 100% der französischen Bevölkerung impft mit dieser Massenimpfung, Schweinegrippeimpfung innerhalb 4 Monaten durchführen kann, von Anfang Oktober bis Ende Januar. Und dort wieder steht es, das Impfzentrum sollen das Schlüssel zu dieser Kampagne sein. Hausärzte und Spitäle würden ausdrücklich herausgenommen. Diese Impfzentren würden zum Teil mit Sicherheitsvorkehrungen oder müssten das haben. Man fragt sich, warum nicht. Und in Frankreich jetzt gehen schon die Briefe der Gesundheitsministerin heraus.
die die Franzosen einlädt zu dieser Impfung. Die Sprache ist auch deswegen ein bisschen weicher geworden, weil es so viele Proteste gab. Also, dass sie nicht mehr sozusagen, sie mussten sagen, wir laden Ihnen zu einer Impfung ein. Jeder Mensch bekommt in der Schweiz einen Coupon. Und auf diesem Coupon steht es, was jeder Mensch an einen Impfstoff nehmen soll und welche Dosis. Und das Basis für diese Coupons wird Daten aus der Sozialversicherung dienen. Also im Grunde genommen gibt es hier die Möglichkeit, Leute oder ganze Sozialgruppen und so weiter auszuwählen und bestimmte Impfstoff zu geben, gefährliche, mehr gefährliche, weniger gefährliche und so weiter, nach ihr Einkommen, ob sie arbeitslos sind, ob sie alt sind. Also das ist vorhanden durch dieses System, wo sie die Sozialversicherungsdaten benutzen und individuelle Coupons schicken an Leute. Also eine ganz fiese Sache. Es gibt auch in Frankreich einen ganz sicheren Stoff, das heißt Sanofi Panacea, das ohne Quecksilber ist und ohne Adjuvans und gemacht wird nach der regulären saisonalen Grippe. Also ist es sozusagen getestet und wird keine großen Schaden verursachen, kann man sicher sein. Und dafür hat die Regierung nur wenig, ich glaube 50.000 Dosen beantragt. Und es ist die billigste Stoff. Also ich wette, es geht an Sarkozy und so weiter. Und er wird dann sagen, ach, aber wir haben das Billigste gewählt, weil wir wollten dem Volk nicht das lasten, nicht. Aber das ist, wie sie es schaffen werden, zu sagen, ganz gesund aus diesen Impfen zu kommen. Das gute Nachricht ist, dass das Wissen über wie gefährlich dieses Impfstoff ist, macht sich breit und der Widerstand dazu wächst. Und der deutsche Bundeswehr hat geweigert, das Zeug zu nehmen. Ja. Und soweit wie ich das sehen kann, war das der Schlüsselpunkt, wo es von hoffnungslos in hoffnungsvoll umkippte. Die Bundeswehr hat gesagt, es war Baxter's Silver Palm mit Quecksilber und Adjuvants, geben wir unsere Soldaten nicht, das ist zu toxisch. Und daraufhin, ich glaube, Baxter war in Panik und hat dann eine Zulassung schnell angestrebt, ohne das Quecksilber und Adjuvants Squalin, obwohl das eigentlich in diesem Stoff hätte sein sollen. Sie haben das dann fallen gelassen. Und dann die Bundeswehr bekam dann das Baxter neu gepackte Baxter Silverpan ohne Quecksilber und Adjuvants und auch Teile der Regierung. Und dann entstand dieses Skandal, die höheren Mitglieder der Regierung bekommen einen Impfstoff ohne dieses gefährliche Adjuvants und so weiter und die Soldaten und wir, das gemeine Volk, bekommen das Zeug damit. Aber der Punkt ist eigentlich, dass die Bundeswehr geweigert hat, das zu nehmen und Baxter offensichtlich dachte, wir können auf diese Art und Weise doch irgendwie das größte Skandal und Konfrontation vermeiden. Aber sobald das die Bundeswehr das verweigert hat, hat alles sich in Deutschland verwandelt. Die Ärzte haben dann ganz eindeutig, viele haben gesagt, das ist ein gefährlicher Impfstoff. Und die Mainstream-Media hat davon sogar berichtet. Es stand im Bild, es stand in der Spiegel, es stand in der Süddeutschen Zeitung. Ganz brutal harte Kritik an der Pharmaindustrie und die enge Beziehungen zu den Impfkommissionen, dem Paul-Ehrlich-Institut und zu der Regierung. Und aufgrund dieser Tatsachen ist die Impfbereitschaft in Deutschland von, ich glaube, 55%, ich glaube, war es vor einem Monat sogar, auf 13% gesunken. Ja. Und in Frankreich ist es auch so, dass die Medien zunehmend über diese anderen Tatsachen berichtet.
nicht in die andere Seite zeigt. Und die Impfbereitschaft, ich glaube, ist auch von so ungefähr 50% auf 17% gesunken innerhalb 2 Monate oder so etwas. Ich weiß nicht genau, aber es ist rapid und dramatisch zusammengebrochen. In Österreich, diese gesamte Diskussion in Deutschland hat auch Österreich erreicht, weil die Medien in Österreich sind noch ganz linientreu. Aber als die Impfkampagne in Österreich anfing mit unserem Impfzentrum, sind nur 32 Leute in der Steiermark innerhalb der ersten Tagen dahin gegangen. In Salzburg, ich glaube, nur 10 Leute waren da am ersten Tag. Das Medien in Österreich hat ein Problem und am nächsten Tag haben sie einen Ansturm irgendwie gesehen, weil 100 Leute sind gekommen in ganz Salzburg oder so etwas. Aber für mich ist das kein Ansturm, ehrlich gesagt. Besonders wenn man bedenkt, wie die Medien Angst macht über diese Schweinegrippe-Virus. Nicht ein 11-jähriger Mädchen liegt im Sterben angeblich von diesem Virus, das kann man ständig lesen jetzt in Österreich. Und hier in der Schweiz leider hört man auch ständig diese Panikmacherei über, wie schrecklich dieses Virus ist. Die Tatsache ist, dass selbst die US-Regierung hat Studien, ihre Studien zeigen, dass in 90% der Fälle wird die Schweinegrippe fehldiagnostiert. Es ist eigentlich nur das saisonale Grippe. Also es ist alles ein Witz im Grunde genommen. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte aber auch sagen, dass in der Ukraine in den letzten Tagen ist aber ein ganz neuer Virus plötzlich aufgetaucht. Und die Gesundheitsministerin sagt, wir wissen nicht, woher dieses Virus kommt. Wir wissen aber, dass Professor Bruno Lina, ein französischer Mediziner, der für die Weltgesundheitsorganisation arbeitet und als französische Gesundheitsministerin Rat gibt, dass er gesucht hat nach einem mehr virulenten Gen für diese Schweinegrippe in seinem Labor in Lyon. Das sagte er ganz offen in einem Interview in Französisch, in Lyon-Marc oder so etwas. Er gibt als Begründung, dass sie müssen das suchen, weil man weiß nie, ob so ein virulente Virus auftaucht und man muss vorbewaffnet sein oder so etwas. Aber höchstwahrscheinlich hat er es gefunden. Und das ist jetzt, was in die Ukraine an die Leute, ich nehme an, über Impfungen und so weiter gegeben würde. Und jedes Mal, dass man Leute mit so einer Krankheit infiziert und das mit ihrem eigenen Blut und genetischem Material vermischt, entsteht das Gefahr, dass eine mehr virulente Version entsteht und das wirklich dann übertragbar ist von Mensch an Mensch. Denn es ist nicht mehr so künstlich aus dem Labor gemacht, sondern es hat sich mehr an das menschliche Immunsystem angewöhnt. Und jetzt muss man vorsichtig sein, denn jetzt scheint ein virulentes Virus herum zu kursieren. Und sobald das da ist, werden sie auch, zum Beispiel ist es auch in Bayern erschienen, durch Impfen, sie können Leute über das saisonale Grippeimpfstoff, wenn sie solche Vorhaben hätte, auch diese virulente Virus geben und sagen dann, diese Leute haben es bekommen, weil sie mit Kontakt waren mit irgendjemandem in der Ukraine. Die Lösung ist jetzt, muss man wirklich Gedanken machen, über wie man sich schützt gegen diese Virus. Gesichtsmasken sind sichere, bewährte Methoden. Desinfektionsmittel sind sehr wichtig, dass man, besonders wenn man in eine Schule oder Büro geht, dass man regelmäßig zum Beispiel das Tisch wischt oder die Türe von dem Handel, von dem Tür, wo viele Leute gehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Man muss es gar selber organisieren, wenn der Chef das nicht macht. Man muss auch Vitamin C und D nehmen, um das Immunsystem zu stärken. Colloidal Silber ist auch ein bewährtes Mittel. In Kärnten kenne ich eine Gruppe, die sich jetzt organisiert hat. Es sind auch Ärzte dabei, die Vorkehrungen treffen, wie sie sich schützen werden, wenn dieser wirkliche Virus auftaucht. Also man muss sich wirklich
darauf vorbereiten. Das ist, sie haben etwas Gefährliches hier jetzt im Umlauf gebracht. Und sie werden versuchen, mit diesem Schrecken und Panik dann diese Notfallstufe 6 Militärgesetzen einzuleiten und vielleicht sogar dann eventuell Zwangsquarantänen, Zwangsimpfungen durchzuführen, wenn die Bevölkerung in ausreichend Schreck und Verwirrung gesetzt wird. Also trotz aller Proteste, die jetzt in den USA und Europa stattfinden, es scheint, dass diese Leute ihr Plan immer noch so umsetzen wollen, wie sie das schon vorgedacht haben. Wer sind diese Leute? Gute Frage, aber es gibt einige Hinweise. Wenn wir schauen auf die Bilderberg-Treffen in Athen dieses Jahr in der Nähe von Athen im Mai, dabei war Daniel Vassella von Novartis, er hat teilgenommen. Auch war Carl Bildt, ich glaube der ex-schwedische Premier, und er hat einen Vortrag gehalten, wie die Weltgesundheitsorganisation in die globale Gesundheitsorganisation umgewandelt sein könnte. Und tatsächlich, nach dieser Pandemie, wenn das alles klappt, wie sie wollen, werden in alle Länder, alle 94 Länder, die die International Health Regulations 2005 unterschrieben sein, ein Krisenstab da sein, die mehr oder weniger die wichtigste Regierungsfunktionen übernommen hat, in Bezug auf das Gesundheitswesen und der Polizei und Militär. Und diese viele Krisenstäbe und ihr Machtfülle könnten das Basis für eine Weltregierung schaffen. Und die UN mit dem Kopenhagen-Vertrag hat dann eine Macht über die Wirtschaftssektor bekommen, das komplementär ist zu der Weltgesundheitsorganisation, zu unserem Bereich. Und so, man legt beide zusammen und man hat in der Tat eine Weltregierung. Also es ist nicht so, dass sie das nicht schon, deswegen diskutieren sie darüber schon in Bilderbergs. Wer war auch dabei? Rockefeller war auch dabei. Und unsere oder Österreichs Kanzler, der Faymann, war dabei. Also Christoph Blocher war auch dabei. So, es ist mittlerweile, ich glaube, zunehmend klar, dass es gibt ein Netzwerk von Leuten, die in diese Treffen Pläne schmieden, die wie sie mehr Macht, mehr Geld, mehr das und das bekommen können, auf unsere Kosten, auf Kosten dem Volk. Und sie geben ihr Leute in der wichtigen Schlüsselfunktion in der in der Regierung, in Swissmedic, das ist nur möglich, dass es so weit gekommen ist, wenn diese Leute wissen, dass sie können hundertprozentig auf Swissmedic vertrauen, dass sie nichts sagen. Die Bundesgesundheitsminister muss leider wichtige Funktionäre da mitmachen, dass es so weit kommt. Und dass sie schon ihre Leute schon längst in diese Schlüsselpositionen eingeschleust haben und dass sie auch über den Medien ausreichend Kontrolle haben, um einen Skandal, wie sie meinen, zu stoppen. Und jetzt ist es Zeit, dass ich befürchte, die Bevölkerung muss sich langsam Gedanken machen, was sie mit diesem Problem, wie sie dieses Problem lösen, dass sie zwar zum Wahl gehen und Leute wählen, aber dass diese Leute eigentlich für ganz andere Gruppen handeln im Geheimen und die Ziele dieser Gruppen verfolgen, auch wenn sie im Amt sind, und dass diese Ziele diametralisch gegensätzlich oder zu den Zielen des Volkes sind. Das Volk, ja, wenn... will Frieden, Wohlstand, Freiheit, Gerechtigkeit, und diese Leute wollen Raub, Krieg, biegen die Gerechtigkeit und wollen Unterdrückung. Und es ist Zeit, wenn wir eine neue Weltära haben wollen, eine bessere Zukunft, auch für die nächste Generation, können Sie und ich, wir können es nicht mehr so lassen, wie es war. Wir müssen jetzt handeln, Informationen verbreiten.
und leider die Verantwortung zu übernehmen. Es ist bequem, zu wählen zu gehen und zu sagen, ich habe meine Pflicht getan, wenn ich in der Zeitung blättere und ich wähle. Es ist leider nicht genug. Jeder muss von fortan bereit sein, viel mehr Zeit und Energie drin stecken, zuzusehen, dass die Regierung so funktioniert, wie es sein muss und dass es wirklich eine Politik betrieben wird, das zugunsten der Bevölkerung gemacht wird. Ich glaube, das ist eigentlich, was ich zu sagen haben wollte. Okay. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Jane Bürgermeister. Du bist wirklich eine Bürgermeisterin, du. Wunderbar. Stellt euch vor, so ein schwaches Persönchen steht hier, konnte sich heute Morgen noch kaum auf den Beinen halten. Sie geht durch die Länder, hält diese Vorträge. Und für mich war der Schlüssel ganz klar wieder in dieser Aussage, wir, das Volk, müssen die Verantwortung übernehmen. Und zwar, indem wir zuallererst informieren. Ja. Es hat mich sehr ermutigt, dass diese Bewegung gekommen ist, wie sie beschrieben wurde, dass doch jetzt das Volk aufwacht. Und ich würde doch behaupten, das hat auch nicht zuletzt mit AZK zu tun, dass die Völker aufwachen dafür. Und stellt euch vor, die Jane Bürgermeister wurde genauso attackiert wie unsere Scientologen. Also nur, dass das auch klar ist. Man wollte mich mit allen Mitteln auch davon abhalten, dass ich sie hier zur Konferenz zulasse. Und ich bin der Meinung, wie schade, wenn wir jetzt das nicht gehört hätten. Das gehört doch einfach dazu. Oder? Ja? Es betrifft uns doch alle. Es betrifft uns schlechthin alle. Ja? Also danke. Haben Sie sich da nicht abhalten lassen? Wir haben es auch nicht. Zum Thema Impfen, danke für diese Aufklärungsarbeit. Wir sind dankbar, sehr dankbar für dieses Wort. Ja, bevor wir einfach zum nächsten Beitrag einsteigen, noch einen kleinen Einschub. Etwas Künstlerisches. Es ist angelehnt, hat quasi ein bisschen Fortsetzung vom Vortrag von Jane Bürgermeister. Es ist eine Stimme aus dem Volk, und zwar von Matthias Bormann. Sie können kommen, er hat uns da eine Fabel zugeschickt. Und wir denken, die passt da gut und möchte ihn einfach bitten, dass er sie als Zwischenstück hier einbringt. Vielen Dank. Dankeschön, dass man mir so ein Forum geboten hat. Hört man mich gut? Bin ich zu hören? Super. Ja, in der Menschenwelt ist es ja so, vor 2 Jahren war sozusagen die Mogelgrippe da, die sich dann doch als Papiertiger entpuppte. Und das Gute eingelagerte Tamiflu, das ist jetzt am Verfallsdatum, und man zauberte die Schweinegrippe aus dem Hut. Das geht ja alles noch bei uns Menschen. Bei den Tieren ist es richtig schlimm, dort ist die Hundegrippe aufgetreten. Und das ist gar nicht so toll, zumal der Löwe auch nicht das ist, was man sich als Regierung vorstellt. Naja, gut. Ja, sollte jemandem diese Fabel gefallen, da liegen dann dort hinten Texte aus, es ist genug für alle da. Verbreitet das in der gesamten Tierwelt, unter allen Tierfreunden und so weiter. Mit uns Menschen hat es zum Glück nichts zu tun. Der Löwe hat es satt zu erben, muss all sein Gold den Ratten gerben. Er fühlt sich alt und schwach und krank und er ist schon seit langem blank. So überleget er dann nun, was soll er machen oder tun? Auch packet ihn der große Graus, all die Kredite laufen aus. In seiner schönen Herrschaft Land ist alles außer Rand und Band. Paar Esel alle Arbeit machen, die anderen darüber lachen. So reicht das liebe Geld nicht mehr, schmeißt man's den Falschen hinterher. So ist der Löwe ganz sorgenvoll und weiß nicht, was er machen soll. Der Bär, wie immer, rät zum Krieg, doch bringt er den erhofften Sieg. Kein Jungtier will gern kämpfen mehr und will ins wackere Kriegerheer. Jedoch erfüllt ein Krieg den Zweck, dass viele Tiere fallen weg.
Und Viecher müssen's werden wenig, dann ist zufrieden auch der König. Nur Krieg und Krankheit hat die Kraft, die Massen schnell beiseite schafft. Doch aus dem Nichts kam bitte sehr der Zufall wundervoll daher. Denn aus eines Hundes Mund läuft gar der Schleim wie ungesund. Der Hund, der hatte Hundewut und die war böse und nicht gut. Gevatter holten mit der Hippe, der Fuchs spricht, das war Hundegrippe. Und innerhalb von wenig Stunden die neue Krankheit wird erfunden. Dies greift auf mit viel Geheule die schriftgewandte kluge Eule. Geht eines von den Tieren tot, ging von der Grippe aus die Not. Schon bald ist sie in aller Munde die Grippe von dem Sabberhunde. Der kluge Fuchs sagt also dann, ich glaub, hier muss eine Impfe ran, welche klug zusammengerührt bei vielen Tieren zum Tode führt. Thiomersal muss dringend weinen, denn Quecksilber ist immer fein. Aluminium dazu, Nanopartikel und im Nu lösen sich ein paar Zellen auf. Doch all das nimmt man gern in Kauf. Plasmide und etwas Chemie und das Ganze wirkt wie nie. Gar herrlich auch der Impfling schwitzt, wenn an ihm fremdes Eiweiß spritzt. Somit kann man dezimieren eine Vielzahl von unnützen Tieren. Der Impfstoff wird beschafft bald sein, dann reicht's vom Adler bis zum Schwein. Gar bald schon auf der ganzen Erde soll es eine Massenimpfung werden, zu der sich schleunigst also dann ein jedes Tierlein melden kann. Zuerst die Krankenschwester Kuh und auch der Dr. Marabu, dann Polizei und Feuerwehr und Staatsbedienstete noch mehr. Diese erhalten Mischung A, die keine Inhaltsstoffe sah, außer Kochsalz oder so, man sagt dazu auch Placebo. Danach sind dran die chronisch Kranken, die nutzlos durch die Gegend wanken. Dieselben Mischung B erhalten, welche die Wirkung wird entfalten in etwa einem halben Jahr. Dann gibt's ein Massensterben gar. Beim Faultier schreit der Leu auch hey, auch dies bekommt Mischung B. Eseln und Pferden, den noch Jungen, denen die Arbeit stets gelungen, für jene gibt es Mischung A. Diese Sklaven braucht man ja. Die Mischung B, die prüft man nicht. Mal schauen, wer es so erwischt. Die Alttiere mit ihrem Weh erhalten gleichfalls Mischung B. Außer sie sind schon tot geweiht, dann nämlich sind sie impfbefreit. Für alle anderen hilft kein Bärden, sie alle haben anzutreten. Doch manche wollen sowas nicht hören und Aufruhr gibt's bei ein paar Tieren. Der Has samt Fledermaus und Zecken, die wollen gerne sich verstecken. Der Pfau, der niemals litt Verdruss, den Medikus bestechen muss. Doch wird der ganze Cocktail Pflicht, kann er dieses machen nicht. Weil Impfzentren bereitgestellt mit Ärzten einer fremden Welt, welche obendrein tatsächlich ihre Pflicht tun unbestechlich. Der Wolfsrebell tut lauthals sagen, die Zentren in der Luft zu jagen, wer seiner nächtlich Turn Ziel. Unbrauchbar wird der Mischung viel. Fuchs und Löwe dann und wann schauen sich sehr lange an. Wenn man es freiwillig macht, wie es am Anfang war gedacht, gehen zwar nicht alle impfen, doch es wird auch keiner schimpfen. Verknappt scheinbar man den Vorrat sehr, dann rennen sie noch hinterher. Nur die Eule muss noch hetzen und alles wird zum Doktor wetzen. Wie man all dies schlussendlich macht, ist noch nicht ganz zu End gedacht. Doch eins kann man sich sicher sein, Fuchs, Eul und Löwe fällt was ein, wie man die Tier nimmt auf die Schippe mit der erfundenen Hundegrippe. Dann wird völlig ungeniert die halbe Tierwelt dezimiert. Jedoch nach einem halben Jahr, wenn der Inhalt wirket gar. Zum Glück gibt's solche Bosheit nur in einer Tiere-Diktatur, deren Tiere tagelängst gezählt. Klüger ist die Menschenwelt. Da sind die Obrigkeiten ehrlich, tun nichts, was wäre fürs Volk gefährlich. Der Mensch, er hat Demokratie und da geschieht so etwas nie. Also vielen Dank für den Applaus. Bedanke ich mich noch sehr. Es ist für alle genug Material da. Kopiert es, gebt es weiter, jagt es durchs Internet, ladet es euch kostenlos von meiner Seite runter und vielen Dank nochmal. Super, danke. Seht ihr, das war jetzt echt nicht abgesprochen, aber es ist doch eine wunderbare Zusammenfassung von dem, was Jane Bürgermeister uns gesagt hat. Einmaliges Gedicht, wirklich sehr trefflich. Und wenn man die Bildersprache etwas kennt, sieht man noch einiges mehr. Lohnt sich an dem Gedicht weiter nachzudenken.